Ich sitze hier mit Mika Bottl und mit seiner Sängerin Timia drauf. Ja? Hi. Hi. Das ist ein bisschen was. Von wo kommt ihr beide her? Ich bin gebürtiger Österreicher und wohne jetzt in Niederösterreich. Ich bin auch gebürtige Ungarin, bin in Budapest geboren und wohne derzeit in Niederösterreich. Okay. Gibt es irgendwelche musikalischen Vorfahren? Ja, meine Mutter war in Ungarn Sängerin und ich habe hin und wieder ein paar Lieder mit ihr gesungen im jungen Alter. Und sie war eigentlich berühmt in Budapest. Ja. Seitens von dir, Miska Bockl? Leider nein. Leider nein. Wie seid ihr eigentlich zu diesem sehr gut? Ich kenne ja das Lied schon in- und auswendig drauf, weil ich habe ja schon die Rohversion, was du mir zugespielt hast, drauf. Ja. Wie seid ihr eigentlich zu dem sehr guten Refrain gekommen? Ja, das ist eine gute Geschichte. Vom Pestl, da haben wir ein bisschen was drunken, ein bisschen mehr. Ja. Und immer mehr. Und irgendwie so im Rausch und so. Ist ja da der Refrain entstanden. Irgendwie sind ein paar Freunde hergekommen mit ein paar Botteln, wo mir dann irgendwie der Refrain eingefallen ist. Da muss ein Botteln her und ihm sind ein paar verrückte Wörter eingefallen. Und das ergibt ja eins das andere. Ja, und deswegen würde ich sagen, da fährt man sich einmal die erste Strophe an drauf, mit einem Refrain drauf und dann besprechen wir das weitere, alles weitere. Und mit so Kleidung. Auf euch einmal, Prost! 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 Prost. Egal ob Whisky oder Wein, alles schütt ich in mich rein. Egal ob Wodka, Bier und Gin, den geb ich mich völlig hin. Zu dem Alk aus Kübeln saufen, heute muss ich nimmer laufen. Höchstens aus CD, zu dem ich krieg und nicht mehr geh. Trinkst du noch ein kleines Glas? Hast vielleicht ein bisschen Spaß? Willst du aber mehr? Dann muss auch noch viel her. Dann das nächste, was mich interessieren würde, glaub, wann wird von euch die CD präsentiert? Am 5. September. Okay. Da bin ich eh schon neugierig, da freue ich mich schon drauf. Und hoffentlich geht es sich aus, dass wir in Après-Ski rankommen. Also, wir werden sich sehr bemühen. Und sind in Zukunft weitere Projekte von euch beide geplant oder gibt es da, seitens von dir, mehr andere Projekte, dass du sagst, dass du machst ein Solo-Projekt oder? Also ich habe vor, Solo-Projekte zu machen und eigentlich würde ich gerne noch weiter zusammenarbeiten mit ihm und ich hoffe, also ich denke, wir werden schon noch eine Lied schaffen, wir zwei. Ein paar. Schauen wir mal. Na, dann denke ich auf eure Zusammenarbeit und ich wünsche euch viel Glück für eure weiteren Schritte drauf. Danke. Und Prost!